Bitcoin ist ein Datensatz, der einen intrinsischen Wert von Null hat. Also ich muss sagen, ich bin da immer mehr der Meinung, die Dirk Müller schon vor einiger Zeit vertreten hat, dass Bitcoin nichts anderes als ein trojanisches Pferd gewesen ist, um am Ende die digitalen Zentralbankwährungen einzuführen. Allein in dem Ausschnitt ist so viel Müll enthalten, das ist kaum auszuhalten. Wir schauen uns heute ungelogen die schlechteste Bitcoin-Kritik, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe, an. Widerlegen alles Wort für Wort und korrigieren die wirren Aussagen von Bitcoin-Kritiker Ernst Wolf. Siehst du hier drin mittlerweile etwas anderes oder bist du immer noch skeptisch? Nein, da muss man einfach an den Satz von dem wichtigsten Banker des letzten Jahrhunderts erinnern, an John Pierpont Morgan, der mal gesagt hat, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und das gilt heute eben genauso wie früher. Und das gilt auch für Bitcoin. Und hier kann ich ja teilweise mit der Aussage noch mitgehen, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Aber man muss es natürlich auch ergänzen, die Aussage, Bitcoin ist genauso Geld und Bitcoin ist genauso nicht kreditbasierend. Hier einfach Bitcoin vorzuwerfen, dass es kein Geld ist, weil auch Bitcoin Kredit ist, das ist fundamental falsch. Bitcoin ist begrenzt auf maximal 21 Millionen. Es gibt keine Zentralbank oder irgendwas, was da einfach aus dem Nichts Geld kreieren kann. Bitcoin ist sogar noch viel weniger Kredit wie Gold, weil Gold natürlich auch irgendwie verwässert wird durch Zertifikate, die digital gehandelt werden, die gar nicht durch Gold hinterlegt sind. Es gibt bestimmt viel, viel mehr Paper Gold, wie es Paper Bitcoin gibt. Und deshalb ist das schon mal gleich zu Beginn eine komplett fundamental falsche Aussage, weil Bitcoin ist auch Geld. Und Bitcoin ist kein Kredit. Bitcoin ist ein Datensatz, der einen intrinsischen Wert von Null hat. Und es ist auch kompletter Bullshit. Allein das Konzept von intrinsischem Wert ist schon Bullshit. Es gibt nicht sowas wie einen intrinsischen Wert, weil Wert ist immer subjektiv. Jeder hat einen subjektiven Wert bezüglich der Dinge, die er bewertet. Das heißt, für mich kann zum Beispiel Bitcoin sehr, sehr wertvoll sein. Für jemand anders ist es vielleicht nicht so wertvoll. Da würde ich auch gern mal auf die österreichische Schule referenzieren, die subjektive Wertlehre, weil es gibt nichts in unserer Welt, das einen intrinsischen Wert hat. Das ist ein komplett komisches Konstrukt und immer wieder kommen die Leute mit dem Konzept um die Ecke, aber es gibt keinen intrinsischen Wert. Und auf der anderen Seite kann man sich ja mal fragen, ob ein dezentrales, begrenztes, zensurresistentes Geld, das Peer-to-Peer funktioniert, ohne Zentralbanken, das 24/7 funktioniert, das eine Uptime von mehr als 99,9% hat, ob sowas wirklich wertlos ist. Wenn sowas für dich wertlos ist, dann hast du dich wahrscheinlich noch nicht mit Bitcoin auseinandergesetzt. Du hast wahrscheinlich die positiven Eigenschaften von Bitcoin noch nicht verstanden. Und meinetwegen kannst du dann auch zum Schluss kommen, dass Bitcoin wertlos ist für dich. Aber das heißt noch lange nicht, dass Bitcoin intrinsisch wertlos ist. Das heißt dann nur, dass du die Potenziale von Bitcoin nicht erkennst, dass es für dich keinen Wert hat. Aber für ganz, ganz viele andere Leute hat es vielleicht einen Wert. Für Leute, die keinen Zugang zum Bankensystem haben, Leute, die aus dem Bankenkreislauf ausgeschlossen sind, für Leute, die einfach sparen wollen, die einfach ihren Wert in die Zukunft transportieren wollen. Bitcoin ist der beste Weg, um unsere gespeicherte Arbeitszeit von hier in die Zukunft zu transportieren, ohne dass da eine zentrale Partei kommt und einfach den Supply verwässert. Und das ist auch genau der Grund, warum viele Leute Bitcoin einen Wert zusprechen. Aber ganz wichtig, der Wert ist halt immer subjektiv. Für den einen mag das einen Wert haben und für den anderen, der das vielleicht nicht erkennen kann, das Potenzial, für den hat es keinen Wert. Aber deshalb einfach zu objektivieren und zu sagen, Bitcoin hat generell keinen Wert, das ist fundamental falsch. Und Bitcoin ist inzwischen ein Teil des gesamten Getriebes, das vom digital-finanziellen Komplex beherrscht wird. Und das ist natürlich auch kompletter Schwachsinn. Ist natürlich jetzt auch die Frage, was der digital-finanzielle Komplex bedeutet. Da ist wahrscheinlich sowas wie Apple, Facebook, Google und so weiter gemeint. Bitcoin ist dezentral strukturiert. Das heißt, es gibt keine Firma, es gibt keinen Führer, es gibt keinen Chef, es gibt keinen Guru, es gibt keine Firmenanschrift. Es gibt kein Single Point of Failure bei Bitcoin. Und auch wenn du mal guckst, die ganzen großen Firmen, die sind gar nicht in Bitcoin investiert, zumindest offiziell nicht. Das heißt, ich sehe hier nicht, wie hier irgendwie der digital-finanzielle Komplex Einfluss hat auf Bitcoin, weil Bitcoin ist ein dezentrales System. Und selbst wenn Google, Apple oder Amazon, selbst wenn die 2 Millionen Bitcoin hätten, dann hätten die trotzdem keine Entscheidungsmacht über das Netzwerk, weil jede Node eine Stimme im Netzwerk ist. Jeder kann seine eigene Bank sein, indem er seine eigene Node laufen lässt. Und ich glaube, da muss man sich nochmal mit dem Konzept der Dezentralität auseinandersetzen, dass Dezentralität bedeutet, dass es keine Führer, keine Chefs gibt
Und das ist anders wie in unserem aktuellen Finanzsystem, wo es einfach zentrale Punkte gibt, wo sich die Macht ansammelt. Und bei Bitcoin gibt es keine solchen Machtansammlungen, sondern die Macht wird übertragen wieder von dem, wie man es jetzt hier nennen will, finanziellen Komplex zu den Grassroots, zu den Leuten. Die Leute sind die Mächtigen und nicht mehr hier irgendwelche Kantillionäre, die oben an den Zentralbanken sitzen. Bitcoin sprengt komplett das Konzept, das wir sonst kennen, dass wir zentrale Angriffspunkte haben und zentrale Machtkonzentration, und bringt die Macht wieder von zentraler Instanz zu den Leuten, zu den Grassroots, und verteilt es gerecht auf jeden, der seine Not laufen lässt, und jeder hat Zugang zum Bitcoin-Netzwerk, niemand wird ausgeschlossen. Und wenn jetzt BlackRock auch noch ein ETF auflegt und damit dafür sorgt, dass der Bitcoin-Kurs plötzlich mal kurzfristig in die Höhe getrieben wird, dann wissen wir, Bitcoin ist ein Teil des Spiels. Und das kann natürlich schon sein, dass BlackRock hier ein Incentive hat, den Preis hochzuschießen, weil natürlich auch BlackRock Geld verdienen kann. BlackRock ist in Bitcoin, um einfach mehr Fiat-Geld zu machen. BlackRock geht es hier nicht um die Finanzevolution, dass wir faires Geld haben, dass wir Staat und Geld trennen. Für BlackRock ist es einfach ein Mittel, um mehr Fiat-Geld zu machen. Und natürlich ist auch die Anfrage da. Die Leute kommen zu BlackRock, sagen, hey, ich will ein ETF bei dir kaufen. Und dann reagiert natürlich BlackRock auf die Nachfrage. Und hier dann auch zu sagen, dass BlackRock ein Teil des Spiels ist, irgendwie von irgendwelchen Machteliten oder was weiß ich was. BlackRock hat im Endeffekt gar nichts zu sagen im Bitcoin-Netzwerk. Es gibt aktuell schon 19,5 Millionen Bitcoin, die im Umlauf sind. Das heißt, wir haben nur noch circa 1,5 Millionen Bitcoin, die über die nächsten 100 Jahre überhaupt gemeint werden. Das heißt, die Frage ist, wie viel Bitcoin überhaupt BlackRock erreichen kann. Weil BlackRock muss natürlich jetzt irgendwie entweder an die neu gemeinten Bitcoin kommen, oder BlackRock muss von irgendwelchen Leuten die Bitcoin abkaufen. Aber de facto ist es für BlackRock gar nicht mehr möglich, allzu viele Bitcoin anzuhäufen, weil die meisten Bitcoin schon im Umlauf sind. Und dazu kommt noch, wenn BlackRock selbst 10 Millionen Bitcoin hätte, dann wäre das immer noch gar kein Problem, weil solange BlackRock nicht über einen längeren Zeitraum große Teile der Hashrate besitzt, also sagen wir mal vielleicht 70% über einen längeren Zeitraum, solange können sie dem Bitcoin-Netzwerk auch gar nichts anhaben. Und weil die Hashrate immer weiter steigt, das Bitcoin-Netzwerk immer sicherer wird, ist da auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier BlackRock irgendeinen Angriff auf Bitcoin vorhat oder irgend sowas, sehr, sehr gering. Natürlich, BlackRock hat auch viel Dreck am Stecken, und da muss man ihm hier schon teilweise recht geben. Und auch jetzt das mit den neuen ETFs und so, ob das alles ganz so sauber ist und so, da stehen Fragezeichen dahinter. Aber BlackRock wird hier Bitcoin nicht zum Fallen bringen oder zum Stürzen bringen. Ganz im Gegenteil, das wird wahrscheinlich die Adoption vorantreiben. Also ich muss sagen, ich bin da immer mehr der Meinung, die Dirk Müller schon vor einiger Zeit vertreten hat, dass Bitcoin nichts anderes als ein trojanisches Pferd gewesen ist, um am Ende die digitalen Zentralbankwährungen einzuführen. Und das ist so lustig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ernst nehmen soll oder ob das hier ein Satire-Account war. Oder vielleicht war das hier auch mit AI generiertes Video oder so. Aber Bitcoin, das trojanische Pferd, das uns die CBDCs aufdrücken will, das ist sowas von schwachsinnig. Bitcoin ist genau der Gegenentwurf zu CBDCs. Satoshi will mit Bitcoin Staat und Geld trennen. Es war wahrscheinlich kein Zufall, dass er das White Paper genau am gleichen Tag, nur ein paar hundert Jahre später, wie Martin Luther, also die Thesen an die Kirche genagelt hat, veröffentlicht hat, weil Satoshi will hier mit Bitcoin Geld und Staat trennen. Und sowas hatten wir noch nie. Geld und Staat war immer sehr verstrickt, und jetzt kommt Satoshi, wie Geld und Staat trennen. Bitcoin ist das Freiheitstool, das uns unabhängig von Zentralbanken macht. Es ist komplett der Gegenentwurf zu Fiat-Geld. Deshalb schießen auch die Zentralbanken so gegen Bitcoin, weil sie natürlich Angst haben, Macht zu verlieren. Bei Bitcoin haben wir ganz transparente Regeln. Wir sehen ganz transparent, wie viele Blockausschüttungen wird es zu welcher Zeit geben. Wir können in den Ausschüttungsplan reinschauen und wissen ganz genau, wie viele Bitcoin pro Block ausgeschüttet werden. Es ist komplett offen, Open Source, dezentral. Ich verstehe nicht hier, was er hier mit den CBDCs will, weil CBDCs sind genau das Gegenteil. Sie sind nicht dezentral, sondern zentral. Es ist nicht transparent, sondern Closed Source. Es ist kein Freiheitsgeld, sondern ein Zwangsgeld. Du bist verpflichtet, die CBDCs zu benutzen. Es ist Kontrolle, Überwachung, und Bitcoin ist genau das Gegenteil. Und hier dann auch noch Dirk Müller als positiven Indikator rauszunehmen, das ist auch fraghaft. Ich meine, wenn wir zum Beispiel mal Bitcoin-Preis mit dem Dirk Müller Premium-Fonds vergleichen, das sehen wir ganz klar, da hat Bitcoin ECPC den Dirk Müller Premium-Fonds outperformed. Ja, also sehr, sehr fraghaft. Also Bitcoin hat ja auch, wenn man historisch gesehen die Einführung von Bitcoin betrachtet,
merkwürdigerweise im Jahre 2009, gerade da, als man anfing, das Bargeld zu bekämpfen, mit dafür gesorgt, dass ganz viele Leute vom Bargeld abgekommen sind. Vor allem ganz viele junge Leute. Und das ist auch ein sehr, sehr komischer Schluss. Da würde ich mal empfehlen, Bitcoin White Paper, das ist der Grundentwurf, wo Bitcoin auf ganz, ganz wenigen Seiten beschrieben ist. Das sieht man schon ganz oben. Der erste Satz, Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ich übersetze es mal ins Deutsche. Das bedeutet so viel wie digitales Bargeld. Das heißt, ich weiß nicht, wie er hier auf den Schluss kommt, dass Bitcoin das Bargeld abschaffen will. Das steht auch nirgends im White Paper drin, oder ich kann auch sonst keinen, der irgendwie bislang auf den Schluss gekommen ist, dass Bitcoin hier das Bargeld abschaffen will. Bitcoin ist vielmehr eine Alternative zum Bargeld, weil auf digitaler Ebene haben wir nicht sowas wie Peer-to-Peer-Zahlungen. Das heißt, dass wir eine Zahlung haben ohne Drittpartei. Wir haben bislang immer eine Drittpartei dazwischen, Visa, Mastercard, PayPal, die sich alle natürlich auch ihre Gebühren abzwacken. Und Bitcoin ist hier ein Peer-to-Peer-Entwurf. Das heißt, so wie dass wir Bargeld einfach Münzen austauschen können, so können wir jetzt auch digital monetäre Werte Peer-to-Peer austauschen, ohne dass uns da jemand dazwischen grätscht, ohne dass wir eine Erlaubnis von einer Drittpartei haben oder jemand unser Konto zensieren kann. Bitcoin ist digitales Bargeld, und hier der Schluss zu ziehen, dass Bitcoin irgendwie das Bargeld abschaffen wird, das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie man auf solche Schlüsse kommen kann. Und Bitcoin ist inzwischen, wird an den Börsen gehandelt. Bitcoin ist ein Teil des gesamten Finanzsystems geworden. Ja, das stimmt natürlich. Bitcoin ist mittlerweile Teil des Finanzsystems. Auch mit den ETFs wird es noch mehr Teil des Finanzsystems sein. Es ist teilweise sehr arg reguliert. Aber man muss immer dazu sagen, nur die On- und Off-Ramps sind reguliert. Alles andere ist freier Markt. Alles andere ist Anarchie oder wie man es auch immer nennen will. Keiner kann mich daran hindern, mit dir eine Bitcoin-Transaktion zu machen. Solange wir das Peer-to-Peer machen, wir treffen uns, wir tauschen unsere Bitcoin-Adressen aus. Da ist kein finanzieller Fiat-Apparat oder irgend sowas dabei. Da ist keine Regulierung dahinter. Das kann auch nie irgendjemand regulieren. Alles, was reguliert werden kann, sind die On- und Off-Ramps. Das heißt, die Zugänge zu Bitcoin und die Ausgänge zu Bitcoin, was natürlich über Börsen geschieht. Aber ich kann natürlich auch jederzeit einfach mich mit irgendjemand treffen, kann dem Bargeld in die Hand geben und der schickt mir Bitcoin rüber. Dann brauche ich mich nirgends registrieren, brauche kein KYC machen. Da ist dann auch keine Finanzregulation oder irgendwas dahinter. Das heißt, ja, teilweise gebe ich ihm hier recht, aber teilweise muss ich ihm hier auch widersprechen. Das in Zukunft auch tun. Natürlich kann man jetzt Bitcoin nochmal antreiben. Und das ist für mich auch kein Wunder, dass im Moment Bitcoin in die Höhe getrieben wird, weil dadurch diskreditiert man das Gold und das Silber natürlich. Weil also in dem Moment, wo die Leute wieder alle auf Bitcoin abfahren, werden sie sagen, also Gold und Silber ist, das ist Geld von gestern. Ja, ich glaube, hier diskreditiert gar niemand Gold oder Silber. Ich denke, beides kann parallel existieren. Aber Bitcoin hat halt viele, viele Vorteile gegenüber Gold und Silber. Und vielleicht ist auch das hier die Kritik an Bitcoin. Vielleicht kommt auch die Kritik daher, weil jetzt die Boomer Angst haben, dass halt quasi Bitcoin Gold und Silber demonetarisiert, weil die Leute erkennen, hey, Bitcoin ist eigentlich das viel bessere Gold, weil Bitcoin ist besser transportierbar, Bitcoin ist besser teilbar, Bitcoin ist knapper, weil Gold ist nicht knapp, Gold ist nur relativ knapp. Bitcoin ist besser verifizierbar und Bitcoin hat noch viele, viele weitere Vorteile. Bitcoin ist digital, der Goldstandard ist gescheitert und Bitcoin ist jetzt unsere neue Möglichkeit, um Staat und Geld zu trennen. Der Goldstandard hat es nicht wirklich geschafft und ist auch gescheitert. Und Bitcoin bringt im Endeffekt die Vorteile von Fiat, dass wir quasi Transportierbarkeit haben, dass wir einfache Stückelung haben. Das bringt Bitcoin zusammen mit den Vorteilen wie Gold, dass wir zum Beispiel eine gewisse Zensurresistenz haben, wie eine gewisse Knappheit. Und Bitcoin kombiniert das alles, macht es zum ultimativen Finanzasset, zur ultimativen Form von Geld. Und das Einzige, was Bitcoin nicht nachweisen kann, wo Gold oder Silber überlegen ist, ist in der Historie. Die Historie, da hat halt Bitcoin noch einen sehr, sehr kurzen Track Record, aber in allen anderen Punkten ist Bitcoin definitiv überlegen. Aber ich sage den Leuten eins voraus, wenn die Krise richtig zuschlägt, dann wird Bitcoin auch seinen Waterloo erleben und dann werden Gold und Silber zu dem auferstehen, was sie immer gewesen sind, nämlich die einzig zuverlässige und tatsächliche Währung, die es wirklich gibt. Ja, das ist natürlich jetzt hier Angstmacherei, wenn dann die Krise kommt und dann wird Gold, dann wird Gold total gut performen und so weiter. Aber man muss ja gar nicht erst bis in die Krise gucken. Man kann ja einfach mal jetzt gucken, was passiert jetzt in der Welt? Was ist in der Ukraine passiert im Kriegsszenario? Die Leute konnten ihr Immobilien nicht mitnehmen, sie konnten ihr Fiat-Geld nicht mitnehmen und ihr Gold
konnten sie natürlich zu gewissen Teilen mitnehmen, aber du konntest auch keine großen Mengen Gold mitnehmen. Aber was ist passiert? Die Leute hatten einfach 12 Wörter im Kopf, sind über die Grenze gelaufen, du konntest dein komplettes Vermögen mitnehmen. Was ist passiert? Das Bankensystem hat nicht mehr funktioniert. Wie konntest du Geld in die Ukraine, nach Russland schicken? Wie haben die Geld empfangen können, Geld senden können? Das ging alles mit Bitcoin. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier draußen bei uns am Bitcoin-ATM waren, die Geld nach Russland in die Ukraine geschickt haben oder andersrum Geld empfangen haben. Das heißt, Bitcoin ist schon jetzt die Krisenwährung. Oder schauen wir mal zu den Trucker-Protests in Kanada. Du konntest den Truckern kein Gold schicken, weil den Truckern die Konten eingefroren waren. Aber du konntest ihnen Bitcoin schicken. Bitcoin ist schon jetzt die Krisenwährung. Und natürlich, ich sehe hier auch noch eine gewisse Berechtigung für Gold. Gold ist genauso eine Krisenwährung. Gold wird auch in der Krise wichtig sein, aber einfach nur hier sagen, dass Bitcoin schlecht ist und gegen Bitcoin schießen, da weiß ich nicht, woher das kommt, aber da spricht wahrscheinlich schon eine gewisse Angst heraus oder ich kann mir das nicht wirklich erklären, weil man kann doch einfach auch beides koexistieren lassen oder einfach einen freien Währungswettbewerb zulassen und dann sieht man einfach, okay, was setzt sich durch? Ist Gold das Bessere? Ist Silber das Bessere? Ist Bitcoin das Bessere? Und die Zeit wird es zeigen. Und meiner Meinung nach ist halt Bitcoin die überlegene Form des Geldes. Und was ja auch noch ein kleiner fataler Fehler ist, aber kann auch sein, das war einfach nur ein Versprecher, dass er hier erwähnt, dass Gold und Silber die einzig wahre Währung ist. Aber das ist eigentlich auch falsch, weil eine Währung ist immer was, was von zentraler Instanz ausgegeben wird. Er hat ja wahrscheinlich gemeint, dass Gold und Silber das optimale Geld ist oder sowas in die Form, weil Geld ist immer was, das von unten wächst und eine Währung ist immer was, das von oben aufdoktriniert wird. Und ja, und Gold und Silber ist ja keine Währung, sondern es ist eigentlich auch eher ein Rohstoff oder man kann für manches dann halt ein Geld oder was auch immer. Aber es ist definitiv momentan keine Währung. Ja, das war jetzt auf jeden Fall definitiv mein Highlight, die schlechteste Bitcoin-Kritik dieses Jahres. Aber nichtsdestotrotz, nur weil hier die Bitcoin-Kritik war, heißt es nicht, dass jetzt hier die Person komplett schlecht ist oder so. Es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele Punkte, wo er sehr, sehr viele gute Punkte hat und wo er auch sehr richtig liegt. Ich habe auch schon ein, zwei Sachen von ihm gehört, da hat er eigentlich teilweise ganz gute Statements rausgehauen. Aber hier bei Bitcoin liegt er wahrscheinlich definitiv falsch. Hier auch die offene und freundliche Einladung. Wenn Sie mal in Blochingen sein sollten in der Nähe, Sie sind herzlich willkommen im Bitcoin Hotel. Ich nehme gern Zeit, wir setzen uns mal zusammen. Dann gehen wir mal nochmal die ganzen Punkte durch, weil Bitcoin ist halt auch ein Thema, das kann man nicht so einfach verstehen. Das reicht nicht, wenn man da irgendwie 2-3 Stunden irgendwie irgendwelche YouTube-Videos schaut. Da gibt's einfach ein paar Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht erstmal abschreckend aussehen. Wenn man sich tiefer damit beschäftigt, dann merkt man, hey, das ist eigentlich kein Fehler hier bei Bitcoin, sondern das ist eigentlich vielmehr ein Vorteil. Und deshalb wirklich hier die offene Einladung. Lasst mich jetzt auch gerne in den Kommentaren wissen, geht ihr mit der Kritik mit? Denkt ihr auch, dass Bitcoin das trojanische Pferd ist, um die CBDCs einzuführen? Oder seht ihr das anders? Wie immer, liked unser Video, teilt es mit euren Freunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out.